Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Erstmal mit ein paar schlechten Neuigkeiten für euch. Und zwar habe ich vor, eine Weile lang nicht zum Penny zu gehen. Und zwar ist der Grund, oh mein Gott, ich habe gerade zweimal und zwar gesagt. Hier sind drei Arenen. Die habe ich vor, auf Gold zu bringen noch. Vor allem die zwei da vorne, da wo das Ei drauf ist, und die dahinter. Das sind zwei Trick-Arenen. Habe ich jetzt in letzter Zeit da immer eine Einladung bekommen. Und der Penny ist halt in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wenn ich zum Penny zuerst fahre, dann habe ich nicht mehr genug Zeit, um die zwei Arenen hier auf Gold zu bringen. Also ursprünglich war mein Plan, sogar die drei Arenen hier auf Gold zu bringen. Die hier links auch noch, aber ja, die links ist irgendwie ein bisschen zu weit weg. Und das heißt, ich werde jetzt diesen Monat, wahrscheinlich auch nächsten Monat, versuchen, hier in der Pause die zwei Arenen auf Gold zu bringen. Und ja, den Raid da werden wir auch noch machen. Könnte ich eine Einladung bekommen? Hab da noch kein Raid gemacht und mal schauen, vielleicht wird es sogar Blitzer. Den müssen wir eh noch solo machen. Aber dann müsste ich sogar noch einen Gronon dafür maxen. Und dann kann ich euch den Trick zeigen mit dem Timer überspringen, dem Go überspringen, wo man sich dann ein paar Sekunden sparen kann. Aber das ist nicht das Thema von heute. Das Thema von heute ist ein ganz anderes. Das erzähle ich euch, glaube ich, erst, wenn ich dann bei den Arenen angekommen bin. So, nicht viel drin in der Arena, aber trotzdem können wir die mal platt machen. Okay, so, das Thema, worüber ich heute reden wollte, ist damals gegen heute. Und zwar, ja, es gibt viele Unterschiede, aber genau, um genau zu sein, worüber ich reden wollte, ist Top Spawns. Auf die Idee bin ich gekommen, weil Pookie hat einen Highlight-Moment, Top Video, Top Moment hochgeladen. Und das war nicht schlecht, Shoutout an Pookie, das war ein gutes Video. Und wieso war das gut? Weil die Highlights halt geil waren. Und ja, das war so ein Video Top 10 Momente. Eigentlich alles nur Gen 1. Da hat man schon gesehen, dass er nach Gen 1 nicht mehr viel gespielt hat. Aber von den 10 Momenten waren 9 Top Spawns, Top Catches. Und dann einer, wo er Carpador entwickelt hat oder so. Und ja, solche Momente gibt es momentan nicht mehr im Spiel. Und das nicht nur, weil die Maps tot sind. Update zu den Maps, es gibt kein Update. Momentan wird, glaube ich, daran nicht gearbeitet. Und ja, es gibt nichts Neues. Also ich würde nicht damit rechnen, dass die demnächst zurückkommen. Aber auch ohne Maps hat Niantic das so in die Wege geleitet, das Spiel so gerichtet, dass es mit den Top-Spawns nicht mehr so ist wie früher. Unter anderem, ich habe das ja schon mal erwähnt, kurz angeschnitten, in einem Video verlieren Pokémon ihren Wert. Und zwar werden wir momentan so überschüttet mit Pokémon. Es gibt C-Days, es gibt Events und sowas, es gibt Raids. Und dadurch interessiert es eigentlich gar keinen mehr, ob jetzt mal da ein wildes Despotar kommt oder so. Oder ein wildes Dragoran. Weil wen interessiert es nach dem ganzen Dratini C-Day zum Beispiel? Oder wen interessiert ein wildes Despotar mit schlechten AV? Wenn es Despotar Raids gibt, wenn es durch die Safari-Zone Lavita überall gibt, C-Day Lavita, Gesteins-Event Lavita, also diese ganzen Sachen. Und nicht nur, dass Niantic uns überschüttet mit diesen ganzen Sachen. Eine Fliege ist gerade im Bild, oh mein Gott, verpiss dich, du Fliege. Warte mal. Okay, so. Nicht nur, dass Niantic uns mit solchen Sachen überschüttet, sie haben seit Gen 3 gezielt keine Top-Spawns mehr reingebracht. Moment, was setze ich hier rein? Ich habe gar nichts mehr so Gutes. Zum Beispiel bei Gen 3, man kann die Höchstentwicklungen, die letzten Stufen, nicht wild fangen. Kein wildes Metagross, kein wildes Letterking. Okay, auch wenn Letterking nicht so top ist, aber am Anfang wusste man das nicht, da hätte man Letterking auf jeden Fall gejagt und das hätte echt krasse Momente, krasse Videos gegeben. Wildes Letterking gefangen, wildes Metagross gefangen, guter Lander wild. Also solche Momente wie damals Gen 1
wildes Dragoran, jetzt Gen 3 wildes Butalanda oder Gen 2 wildes Despotar. Das gibt's halt nicht mehr, weil Niantic das mit Absicht beendet hat. Was gibt's noch so krasses? Moment, ich schau mal in meinen Pokédex. Oder auch allgemein, ein Top-Moment von Pookie war ein wildes Glurak oder Turtok, Bisasflor, das war auch damals richtig geil, sogar Nidoking. Nidoking, Nidoqueen, auch solche Momente. Und bei Gen 3 gibt's das gar nicht mehr. Stellt euch mal vor, ein wildes Logok oder wildes Gewaldro und Sumpex, das wäre auch geil gewesen. Aber Niantic hat das gezielt abgestellt. Wildes God of War, also das hätte auch reingehauen. Hariyama gab's, aber das hat nicht so jemanden gejuckt. Oder hier zum Beispiel wildes Flygon, Libeldra zum Beispiel, das wäre auch episch gewesen. Wildes Libeldra, wildes Milotic, genauso wie wildes Gyarados, also solche Momente hat Niantic einfach abgestellt. Was gibt's sonst noch? Ja, das war's eigentlich. Und diese Sachen, das fehlt mir. Es gibt viele neue Sachen, Events sind top, C-Days top, alles, die Raids mag ich auch. Arena-System jetzt nicht so, aber die meisten Sachen sind tipptopp. 2-Jahres-Abo haben wir jetzt. Celebi Quest kommt demnächst. Ich habe Spaß an dem Spiel, mir gefällt's. Bloß solche Momente mit den Top-Spawns, Top-Catches, Highlights, die sind einfach komplett ausgestorben. Und das nicht nur, wie gesagt, wegen den Maps, sondern weil Niantic es so gezielt gewollt hat. Ist der Ding gespawnt? Viertelstunde haben wir noch. Aber wir setzen uns erstmal woanders hin. Dann gehen wir weiter. So. Der Raid schlüpft gleich. Rechts sein hoffe ich, dass kein Blitzer ist, weil dann müsste ich noch einen Glodon maxen. Hätte ich jetzt in der Zwischenzeit machen können als Vorsorge, aber ich dachte mir, ja, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch. Und wahrscheinlich wird er jetzt kommen, einfach um mich zu bestrafen. Ansonsten von den Dreiern brauche ich eigentlich gar keinen. Ergodactyl wäre eigentlich am besten, zwecks Shiny 100er. Aber ansonsten gibt es glaube ich noch Onix und Machomai gibt es immer. Ich glaube Machomai stirbt nie aus. So Simsala und Gengar oder sowas gibt es glaube ich nicht mehr. Und ja, Onix. Okay. Mach mal schnell Onix. Haben ja 2 Kyogre auf Max jetzt. Der Glodon an sich eigentlich auch okay gegen den. So. Ich habe noch 2 freie Raid-Pässe, deswegen habe ich jetzt kein Problem damit. Und wie gesagt, das ist eine Trigger-Arena. Schnappen wir uns erstmal die Einladung. Und es füllt die Medaille der nicht legendären Raids. Also eigentlich nur Win-Win. Abgesehen davon, dass halt Onix halt nicht gut ist. Ja, kommen wir zurück zu unserem Thema. Wie gesagt, die Momente fehlen mir. Klar hat Niantic seine Gründe oder ihre Gründe, warum die das abgeschafft haben. Zum Beispiel, dass der Pokédex nicht so schnell voll wird. Sananaberge, auch für eine letzte Entwicklungsstufe. Gibt halt auch viele Bonbons zum Beispiel auch noch. Dass man nicht so viel Bonbons sammelt, dass man einfach länger was vom Spiel hat. Aber ja, an sich fehlen mir solche Momente schon sehr. Das waren, auch wenn ich zurückdenke, die meisten der Highlights waren eben solche Momente. Ja, und die gibt es halt jetzt nicht mehr. Gen 3 gab es die nur durch IV, also nur durch Klasse 100er zum Beispiel, aber an sich einfach so ein Despotar wild oder so. Also jetzt Gen 3, keine Ahnung. Irgendeins wild. Das wäre auch ein geiler Moment gewesen, auch wenn die IV nicht gut sind. Ich erinnere mich noch, mein erstes Dragoran wild. IV grottig, WP grottig, aber es war ein Top-Moment. Vor allem jetzt, wenn Gen 4 kommt. Solche Momente wird es leider nicht geben. Okay, ich kenne jetzt keine Pokémon aus Gen 4, aber wisst schon, selbst die Starter wild zu fangen, die letzte Stufe, auch das war cool. Ich erinnere mich noch genau an mein erstes wildes Bisasflor, mein erstes wildes Turtok. Ihr kennt die Videos, Hong Reacts mit der Turtok-Theorie. Wir sind extra da gekommen wegen dem Turtok, das anscheinend angeblich immer da sein soll. Aber ich erinnere mich noch genau, mein erstes wildes Turtok, es war bei Nearby auf dem Radar. Und ja, es gab noch nicht das mit den Stops, wo man dann wusste, wo er genau ist. Man hat es nur da in der Nähe gesehen. Und ich bin da gelaufen, da gelaufen, da gelaufen, da gelaufen. Und ja, dann habe ich ihn entdeckt. Und das war echt einer der Top-Momente.
Und sowas gibt's halt nicht mehr. Jetzt gehst du halt zu dem Event, zum C-Day oder was weiß ich. Und dann fängst du halt einfach so viele von dem Pokémon, wie es geht, Bonbons, und dann bam, entwickelst du ihn halt. Was ist das für eine krasse Attacke, Mann? Sandtomb. Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Erstens sieht die ziemlich cool aus. Zweitens habe ich noch nie was von der gesehen oder gehört. Okay, ich bin eh nicht der Experte in Sachen Attacken und musste jetzt aber... Cool. Ja, den Raid machen wir noch zu Ende und das war's eigentlich so von mir. Zwecks dem Thema. Ich habe unten in die Kommentare eure Meinung. Fehlen euch auch solche Momente oder denkt ihr, ja, das Leben geht weiter, das Spiel geht weiter, das Spiel entwickelt sich, jetzt gibt es halt andere Momente. All das unten in die Kommentare eure Meinung und wir machen jetzt erstmal das Onix hier fertig mit Sandtomb. Hat bereits ein Kyogre fertig gemacht. Und den zweiten wird er wahrscheinlich, glaube ich, auch noch fertig machen. Also Onix gar nicht mal so übel. Ah, ich hätte euch den Trick zeigen können. Auf jeden Fall, der Trick ist, du startest mit einem Lernteam. Also einfach erzählen ist nicht so spektakulär. Du startest mit einem Lernteam, dann kommt eine Fehlermeldung und dann wechselst du zu deinem normalen Team. Ja, und dadurch überspringst du das. So, ja. Das war's von mir. Zeig euch noch schnell die WP vom Onix. Selbst wenn es relativ irrelevant ist. Aber ich sag schon mal, ciao. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.